Okay. Oh, das ist so beschissen, ey. Oh. Ja, halt die Fresse. Ja, wenigstens ist der ein bisschen fixer als der andere. Den brauchte ich nicht. Den brauchte ich auch nicht. Huiuiuiui. Oh Gott. Oh. Am liebsten wollte ich ja, dass sie es einfach nicht schaffen. Aber dann kriege ich halt keine 100%. Das ist halt Kacke. Der hier war das. Oh, es ist doch der rechte. Ich dachte, es wäre der linke. Weil warum sollte man da so einen Doppelten hinsetzen? Oh. Der einzige Doppelte im Spiel. Und dann wird er nicht benutzt. Das kann doch nicht sein. Ah, ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell. Das ist gut, das ist gut, den brauche ich. Oh, ein Wunder. Es ging doch schneller, als ich gedacht habe. Michelle. Alle Eier sind frei. Zwei Drachen erblickten heute das Licht der Welt. Sheila ist meine Heldin. Hm. Wie gesagt, schneller als ich gedacht habe. Ich dachte, ich hätte da mehr Krämpfe mit. So, und dann wäre das beschissenste Level schon mal weg. So, wo ist das Ende? Das Ende ist da. So, was machen wir denn jetzt? Ich kann jetzt zum Beispiel das eine Level, was wir freigeschossen haben, das kann ich jetzt gerade nicht zuordnen, was das für eins ist. Vielleicht sagt mir der Name da was. Wenn mir der Name was Beschissenes sagt, dann mach mal Wachtmeister Bird. Ne, Quatsch, dann machen wir erst das. Dann den Wachtmeister Bird. Heißt der so überhaupt? Keine Ahnung. So, was ist das? Zaubertürme. Oh, ist das das schon mit dem Skateboard? Und dem Skelett? Weil das finde ich jetzt nicht so kacke. Deswegen machen wir erstmal hier Birdie. Weil den brauchen wir eh für das Level. Deswegen wäre das eigentlich auch sinnvoll, den jetzt hier zu machen. Da gibt es auch einen Könnerpunkt drin. Denn da müssen wir Maulwürfe kaputt schießen.
Ich muss die Kolibris trainieren. Sie müssen körperlich in bester Verfassung sein, wenn wir die Zauberin herausfordern. Und Wachtmeister Bird ist auch... ist auch eigentlich so mein Lieblingsneuer Charakter, den man spielen kann. Der Rest ist scheiße. Sir, so ist die Lage. Gestern um 18:45 Stunden sind die Rhinoxe eingefallen. Wir haben uns so gut verteidigt, wie wir konnten, Sir. Aber ohne ihre Führung konnten wir keinen effektiven Widerstand leisten. Um 1900 Stunden wurde der Rest unserer Truppe gefangen genommen und die Rhinoxe haben vollständige Kontrolle über die Basis erlangt. Ist das eigentlich ein Pinguin? Weil ich finde, von den könnte natürlich auch irgendwie eine Ente oder sowas sein. Aber das Tolle ist halt mit Wachtmeister Bird, wir können fliegen. Das ist so toll. Und halt so rumschießen. Okay, auf jeden Fall unsere Aufgabe ist es hier. Die ganzen, die Musik ist auch so geil, ne? Der mit seinen Blumentöpfen da. Der olle Gärtner. Ja, wir müssen hier die ganzen Kolibris befreien. Sagst du was zu uns? Ja. Dankeschön, Sir. Oh, dankeschön, Sir. Was ist eigentlich PVT? Private? Private? Irgendwie sowas? Aber was ist das im Deutschen? Gibt es das im Deutschen überhaupt? Also so einen ähnlichen Rang? Ich hab davon halt so gut wie keine Ahnung, so, ne? Beständig. Okay, hier hatten wir alles. Ich empfehle, die Feinde mit ihren Raketen auszuschalten, indem sie die Kreistaste drücken, Sir. CPL ist, schätze ich mal, Corporal oder sowas? Kann auch sein, dass ich alles total falsch ausspreche, aber das ist halt so das, was mir so gerade im Kopf... Jo, was ist los mit dir? So, und hier sehen wir jetzt schon nicht unseren ersten nicht. Okay, dann ist das im nächsten Raum. Ich habe eben gerade irgendwas angefangen zu sprechen, ich weiß nicht mehr, was es war. Kann sein, dass der da drunter ist. Was ist denn mit dir los? Da ist er! Überall, wo diese komischen, merkwürdigen Löcher sind im Boden, sind Maulwürfe. Und diese Maulwürfe kann man auch beobachten, indem man nach oben fliegt, weil dann fühlen die sich unbeobachtet. Und irgendwann im Spiel kriegen wir auch noch so Dinger, die wir fallen lassen können, und dann können wir die damit kaputt machen. Sir, ich habe die Rationen der Feinde erbeutet. Die werden nicht weit marschieren mit leerem Magen. Siegfried! Ich habe auch noch zwei Rationen hier liegen. Nämlich eine polnische und eine französische. Sir, die Rhinoxe blockieren den Ausgang der nächsten Höhle mit einer Sicherheitstür. Und ich glaube nicht, dass sie sich den Weg dadurch freisprengen können. Empfehle, auf den Gewichten zu landen und sie zu den druckempfindlichen Sicherheitsschaltern auf beiden Seiten der Tür zu tragen. Wenn sie in Position sind, drücken sie die Quadrattaste, um die Gewichte fallen zu lassen. Drücken sie einmal die Dreiecktaste, um nach unten zu schauen. Und noch einmal, um nach oben zu schauen. Sir. Sir. Okay. Den wollte ich mir jetzt aber noch holen. Ja. Zwei MAIs, beziehungsweise drei eigentlich noch, aber das eine haben wir schon aufgemacht. Das war nämlich ein norwegisches. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie das so schmeckt, weil ich esse so MAIs eigentlich ziemlich gerne, weil da ist halt so ganz viel Kram drin und so. Au! Dich lassen wir mal frei. Und ich finde das Essen da drin eigentlich immer, also fast, das war jetzt eins, was mal irgendwie bäh war. Das war aus dem Engländischen, sagt man das so? England Dienstgischen.
Das war nicht so gut. Das haben wir auch weggeschmissen. Das war. Bäh. Aber hier, das hier, da haben wir jetzt, glaube ich. Im Französischen hier ist, glaube ich, Lasagne drin. In dem Polnischen. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist in Anführungszeichen schon so lange her. Genau, ich wollte gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Ich glaube nicht. Oh, mit dem wollen wir noch quatschen. Bitte Erlaubnis zu jubeln, Sir. Hip hip, hurra! Süß. Ein Moment. Ich habe gerade schon ein bisschen Panik gekriegt, ey. Weil eine Ausbruchsicherung für Mr. Turtle ist gerade abgefallen. Das war auch nur angeklebt. Und ich habe gerade gedacht, der wäre damit aus dem Aquarium gefallen, aber der ist im Wasser, dem. Puh. bisschen hier gerade meine Pumpe, du. So. Ich möchte jetzt gerne weiterspielen, genau. So, die können wir noch nicht kaputt machen, auch wenn die da wie blöde rumlaufen. So. Erstmal wieder heilen. Oh. Ja. Dankeschön, erstmal wieder heilen. Okay, der war gut. So, jetzt müssen wir mal gerade ein bisschen hier nach oben fliegen, weil ich habe das Gefühl, dass hier so rote Dinger hängen. Natürlich. Also die können wir auch nur, also die Maulwürfe können wir auch nur mit diesen Dingern treffen. Auch wenn die zufällig gerade unten auf dem Boden rumlaufen und wir die mit unseren Raketen abschießen, das geht nicht. Das muss dann halt wirklich mit diesen Dingern passieren. Kämpfen Sie weiter den gerechten Kampf, Sir. Wir haben es fast geschafft. Und ich bin direkt hinter Ihnen. So, wie viel haben wir? 4. Dann machen wir erstmal die Dinger kaputt. Das war ein super Treffer, ein Volltreffer war das. So, dann hätten wir hier unten einen noch. Oh, super. Hier oben noch einen. Der war auch super getroffen. Und dann haben wir hier noch einen. Das müssten sie, glaube ich, bis jetzt alle gewesen sein. Glaube ich. Machen wir erstmal ohne. Ja, jetzt wäre ich schon wieder von dem ollen komischen Fuzzi da getroffen.